Ja, und damit sage ich wieder Hallo und willkommen zurück in Chloes Zimmer bei einer neuen Folge Life is Strange. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb, a spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Ja, davon haben wir wohl gehört. Es fühlt sich irgendwie immer Nothing noch but alles medical supplies. komplett verkehrt an hier. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Sollten wir immer noch. You're really my only friend who kept in touch. I should have kept more in Sollten wir immer touch. noch schauen, ob man da irgendwie noch was dran drehen kann. Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Okay, da braucht man jetzt gar nicht groß reinschauen. Die hat einfach überall die allerbesten What a Noten. bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund, even if it wasn't another reality. Okay, das wiederum sollte man dann schon lesen. Blackwell Academy, 8. August 2011. Sehr geehrter Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor sehe ich Ihren zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderungen vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus- und Schulgebäude vor 1977 errichtet und sind noch nicht mit den modernen Renovierungen unterzogen worden. Sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustands nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Academy auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das Age West Miskatonic Institut in Bolton als passendere und bereichernde schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderungen. Und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, Sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen. Da ich sicher bin, Ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Wells. Mit anderen Worten, der will sie halt einfach rausekeln. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. So, da schauen wir mal da rein. Ja, auch viel wahrscheinlicher, dass die DVD beim Here's the DVD. DVD-Spieler ist. Der Vollständigkeit halber schauen wir hier aber Oh auch my mal rein. God, I made that mix for her when we were 12. Pirate Power Mix. Dann schauen wir mal, ob uns wenigstens ein DVD-Abend vergönnt ist.
die Folge. Schauen, ob wir das nicht wieder irgendwie gerade biegen können, alles. Wahrscheinlich sind jetzt wir eingeschlafen. Ja, war irgendwie klar. I can't believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Okay, dann machen wir es doch mal auf und holen den Star Trek Shit. This insurance is worthless. Schauen, ob wir hier noch ein paar Sachen rausfinden können. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Sanitätsartikel Kronenberg, Rock Castle, Oregon, Rechnungsdatum 30. März 2013. Gesamtsumme überfällige Zahlung $8,587. Das hat sich also auch nicht geändert. Nur, dass die Rechnungen oh, sure. Jetzt für was anderes sind. That's great, they finally went to Paris. Ja, Max, alles cool. Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstille. Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Was schleimt denn die hier so rum? Das ist ja widerlich. Gehört aber wohl zu dieser Zeitlinie. They gave Chloe their giant expensive HDTV, and they use our shitty tube television. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Okay, da haben wir das haben wir doch selber dahin gekritzelt. Yep, that's the same graffiti from before. These bills should. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Acadia Bay Beacon, gestrandete Engel, die Suche nach den Walen.
Die Küsten Arcadia Bays dienten einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu ferneren Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen und in ihr Verderben. Die Walschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober, am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fanden sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder. Entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllen keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Mysteriums bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Das hatten wir schon festgestellt. Suche nach beliebten Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Academy, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen. Und doch verstärken Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Arcadia Base. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show »Wo sind sie hin?« weckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Information, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help@findrachelamber.org. Okay. So, ich sollte ja schauen, gell? Wegen dem Fenster mit dem Traumfänger. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihre Hypothek Konto 783 im Verzug sind. Derzeit ist die Summe von $12,000 auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 2013. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von $12,000 nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess zur Zwangsvollstreckung Ihres Heimes beginnen. Wir haben Sie in mehr als angemessenem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Donald Clamp, Kreditinstitut. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Was haben wir denn so alles? Okay, wir sollten auf jeden Fall über die Reise nach Paris sprechen, weil das ja... I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Okay, dann fragen wir ihn mal noch seiner Frau. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it?
Okay. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Ja, wer weiß. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Könnte ja schon das letzte Mal gewesen sein. Choices of food coupon, boss. They're drowning in debt, just to take care of their daughter. Such bullshit. Okay, da ist die nächste Rechnung, $3,458 für die Kreditkarte. Und für nur $1,250 pro Woche kriegen sie auch die Krankenversicherung wieder aktiv. Respekt, da kommt ja wirklich was zusammen. Joyce and William never had a garage sale before. Deswegen verkaufen sie wohl jetzt auch ihr Inventar. Dann schauen wir doch mal, ob wir im Bad hier was finden. Beziehungsweise. Chloe's door doesn't have a warning anymore. Das ist ihr Zimmer in der anderen Realität. Und jetzt ist es einfach nur leer. Blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Das glaube ich allerdings nicht. At least we never had to hide from Step Douche. I guess we stopped growing up together. Yep. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Honest.
nicht so einfach. Gibt's hier kein richtig und kein falsch. I never heard much about Williams' brother. Aber momentan fühlt sich irgendwie alles irgendwie falsch an. Hi Bill, entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halte durch, Billy. Dein Bruder Aaron. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Boys, I kind of want to open this and see what's in here. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und William durchleben kamen, vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meinen eigenen Anstrengungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. Tja, muss ich hier mal gerade nochmal schauen. Wegen den Bildern. Aber ich glaube nicht, dass wir schon was verpasst haben. Aber ich bin trotzdem noch immer der Meinung, dass wir in die andere Realität zurück sollten. Hier dann auch noch weiter umschauen. Hier wäre das Bad. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Da können wir wohl auch noch reingehen. Apparently the only thing that hasn't changed is this view. Ja, dann würde ich sagen, schnüffelt mir hier oben noch ein bisschen rum, bevor wir ins Bad gehen und die Spritze holen. Aber was im Schlafzimmer auf uns wartet und wie es dann weitergeht, würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao, ciao.